Spinner! Boah, diese fetten Lichteffekte, ist das Raytracing? das gab's zu dem Zeitpunkt in meinem Leben noch nicht, ey. Gab's höchstens HDR, das wäre die Zeit, wo es so übertrieben HDR gab. Obwohl, ich glaube, das Spiel hatte das komischerweise schon wieder nicht mehr. Aber, Most Wanted hatte es ja gehabt. Übertriebene HDR-Effekte mit diesem Sonnenlicht und so. Ich glaube, das hieß mehr oder weniger das gleiche, auch im High Driven Range. Aber es war theoretisch was ganz anderes. Guck mal, oh, ich hab's überholt. Lololol. Nein, guck mal, das war so knapp. Aber das gibt richtig Punkte, wenn du es überholst. Punkte, Punkte. Es geht ja hier um Punkte, ne? Die ganze Zeit bin ich hier ziemlich hart auf den Fersen. Ah, oh, und es geht auch wieder weiter weg. Gott, ich bin gar nicht so gut Lenkung gewöhnt, ey. Aber das kann ich wiederholen. Das mal überholen hier, Luca. In die Kurve reinfahren. Du hast ja gebomben. Und in die Seite reinfahren hier. Und los, los. Ach ja, ja, packen das. Nein. Ja. Okay, wir haben es zum Ziel geschafft, aber ja, da ich sie die ganze Zeit nah dran hatte und auch sie überholt hatte, gehe ich mal stark von aus, dass wir gewinnen werden. Na, gucken wir mal, ob du mit deiner Schleuder herkommst. Natürlich, instant hängt die das mal, überholt sie ein. Wie war das nochmal? Wenn du eine bestimmte Meterzahl weg bist, dann kriegst du ja auch einen Counter. Genau, 100 Meter, glaube ich, ne, waren das gewesen. Ja, für mich grün natürlich, wenn sie weit weg ist, weil es gibt wenig Punkte. Ist aber auch gemein eigentlich, ne? Das ist klar, dass ich viel bessere Chancen habe mit meinem Auto als sie mit ihren. Weil die Dinger natürlich immer meist 4 PS haben. Ja, relativ wenig Grip, deswegen sind die ja immer so rutschig, die Autos. Und eigentlich, also ich glaube, in dem Spiel haben die auch nicht so gute Lenkung. Da musst du ja wirklich die ganze Zeit mit den, ja, quietschenden Reifen dann um die ganzen Kurven fahren, ne? Aber jedes Autorennspiel ist anders, ne? Ist ja so. Guck mal, weit hinten ist sie, weit hinten, wow, weit hinten. Locker würde ich sie schlagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte habe ich eigentlich noch? Oh Gott, 130.000. Ja, lol, und das ist das Ziel. Easy. Du wurdest Erster. Freigeschaltet. Dodge Charger. Naja, die Bonus-Symbole. Was war das eigentlich nochmal gewesen? Das waren genau einseitig Teil-Upgrades und Optik-Upgrades. Joa, will aber random aus. Vielleicht kriege ich ja eher Wagen. Ihren Wagen würde ich nicht benutzen. Aber vielleicht bekomme ich ja einen Wagen. Oh, du in dem Minimum raus bist du. Nur was weiß, ist der Geld wert, ne? Ja, oder du gewinnst aber Stumpfgeld. Aber Geld habe ich dich auch nicht genug. Hey, ich habe das Rennen gegen Angie gesehen. Du bist echt ein Zauberer hinter dem Lenkrad. Nikki hat mir deine Nummer gegeben und gesagt, du suchst eventuell nach Leuten für deine Crew. Falls ja, findest du mich beim Footies Diner. Falls ja, ich würde gezwungen, dahin zu fahren. Samsung. Nein, das ist nicht der von der Sesamstraße. Das ist ja gedacht. Ja, ich glaube, das ist auch ein Blocker gewesen. Ich glaube, den habe ich nämlich auch mal benutzt. Aber ich sage ja, theoretisch ist es ja das Gleiche, ne? Ob du den oder den benutzt, die sind alle gleich schnell. KI-mäßig wahrscheinlich steckt auch das Gleiche dahinter. Aber eben andere Charaktere, ne? Da könnte man eben denken, das wäre ein anderer. Aber mittlerweile wissen wir ja, wie Computerprogramme funktionieren, ne? Ist ja so. Wir spielen ein Videospiel und das ist ja theoretisch auch nichts anderes als ein Computerprogramm. Ha. Deswegen ist aber auch manchmal blöd, wenn du zu stark in irgendwas reinguckst und genau weißt, wie es funktioniert, dann kannst du es gar nicht mehr enjoyen, ne? Ist ja bei Achterbahn im Freizeitpark genauso.
Wenn du da jetzt so viel in die Technik guckst, dann nimmt das dir fast die Freude an der Achterbahnfahren so ungefähr. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich viel zu viel darüber nachdenke, über die Funktionen darüber. Hey, was ist los? Kein Interesse? Jeder braucht einen guten Blocker und ich bin der Beste. Komm einfach zum Footies Diner. Ja, wo bin ich denn gerade? Genau davor, du Esel. Wow, wow, wow. Schön, dich hier zu sehen. Hör zu, ich weiß, du willst deinen Ruf aufpolieren, aber dann bist du auf Hilfe angewiesen. Erinnerst du dich an das Rennen, als du verschwunden bist? Da ist irgendwas faul gewesen. Ich war auch da. Ich war an der Ziellinie, um mir alles anzusehen. Da wurde viel über dich geredet. Und überall war Polizei. Plötzlich war die Straße geräumt. Er lässt dich fahren und bleibt einfach stehen. Das Ding ist, der Typ am Steuer hat eine Marke am Gürtel. War doch klar, die Cops hatten einen Plan und du warst der Dumme. So sieht das aus, mein Freund. Weißt du, ich kann mich auf mein Gespür verlassen. Ich würde sie am liebsten ablocken. Und ich nehm's mit jedem auf. Ja, wie ich es in Erinnerung hatte, das war ein Blogger gewesen. Stimmt, siehst du. Deswegen, ich könnte auch ihn nehmen. Das kriege ich dann 10% Geldbonus pro Sieg, reduzieren die Fahnenstufe und all dein Dings hier. Fahnenstufe steigt, dann renn dich an. 200 Geld plus 200. Was heißt das einfach nur plus 200 Geld oder plus 200%? Weil das ist ja 10% Geldbonus pro Sieb plus 200 Geldbonus pro Sieb. Ich vermute mal 200%, weil irgendwie kriegst du ja verdammt viel, wenn du scheiß Neville dabei hast, ne? Oh, heil Neville! Bester Mann, Neville. Teil habe ich nicht bekommen. Joa, dann auf die nächsten zerstören, ne? Zerstörerst du da unterwegs? Nach dem ersten Event kommen die ja dann wieder an, ne? Und heulen rum. Verpiss dich, Mann. Gerade das erste Ding davon, ein Kontrollteil. Was ich mich frage bei den Zwischensequenzen, ist es verboten, Zuschauer bei einem illegalen Straßenrennen zu sein? Kann es eigentlich nicht sein. Könnte auch einfach nur ein Passant sein, der da vorbeigeht, ne? Muss ja theoretisch mit denen nichts zu tun haben. Keine Ahnung, ob das verboten ist. Ich gehe mal von Nein aus, weil, wie gesagt, kann es aber nur Passant sein, der daran vorbeigeht. Illegal ist wahrscheinlich nur das, eben die Leute, die hinterm Steuer sitzen. Und eventuell Organisatoren, die dann zum Beispiel ja Wetten abschließen oder so, ne? Wenn die das rauskriegen würden, aber wie wollen die es rauskriegen? Außer, ich würde die mal verpetzen, aber hallo, was macht man nicht? Was war das denn? Warum? Bin ich stumm. Wir haben andere Musik. Keine Ahnung, warum haben wir jetzt auf einmal normale Musik und nicht mehr diese Standardmusik? Schöne Grafikfehler. Pop, pop. So, bei der Musik will ich sogar ein bisschen ruhig bleiben. Krieg ich zwar eventuell konnte die Treffer, aber ja, scheiß die waren da, ne? Ist halt so. Sag ja, ich spiele diese alten Videospiele eben auch mit den Soundtracks, weil die gehören einfach dazu, ist nun mal so. Weil die meisten muten die natürlich weg, ist ja klar, die können dann kein Geld mehr mit den Videos verdienen, aber ich sag ja, ist mir egal. Bin auch ein Old-Fashioned-YouTuber so ungefähr, ne? AKA 2006 und so. Na, ich habe ja YouTube seit 2006. Das ist mein erster Kanal. Oder nee, den habe ich. Nee, der ist noch älter, der Kanal, glaube ich, oder? Den habe ich den erstellt, als ich Internet hatte. Bin der Meinung, ich habe den erstellt, bevor ich Internet hatte. Ich habe meinen Kollegen damals hochgeladen. Also muss das Anfang oder Ende 2005 gewesen sein. Ja, als YouTube noch nicht Google gehörte und noch ein eigenständiges Unternehmen war. Aber da war auch nicht alles besser, ne? Wie gesagt, 240p und die Server waren komplett überlastet.
Aber naja, mit welchen Servern oder welchen, ja, welchen Servern haben die gestartet, ne? Ist ja irgendwie geil, wenn es da also auch so ein Video von gäbe oder Dokumentation, wie auch immer. Aber wahrscheinlich hat das damals auch niemand dokumentiert, weil die nie im Leben gedacht hätten, so groß zu werden. Frage ist, lohnt sich der Laden überhaupt für YouTube, für Google? Oder denken die vielleicht, die können den Laden eigentlich zumachen, weil die damit kein Geld machen? Deswegen enden die auch alle Nase lang irgendetwas. Weil die eben das Problem wahrscheinlich haben, dass sie kaum Geld machen oder gar kein Geld mit YouTube. Ist eben problematisch, wenn du so gesagt jeden erlaubst, Videos hier hochzuladen, ne? Ihr seid nicht nur ich mit meinen Let's Plays bin hier. Hier sind dann auch irgendwelche Rechtsradikalen oder KKK-Leute oder Leute, die Fake News verbreiten wollen oder sonst einen Scheiß. Die hast du auch hier drin und die wollen dann eventuell sogar Werbung damit machen, Geld damit machen mit ihren Videos und ja, dann kommt die Scheiße eben, ne? Und eventuell musst du dann YouTube vor Gericht so ungefähr und die Kram weglöschen, weil die anderen Leute wieder geklagt haben und so weiter und so weiter. Also ich stelle mir das als YouTube bestimmt total beschissen vor. Oder Leute, ne, die gibt die spiegelverkehrt Serien hochladen oder so. Gab es auf jeden damals. Ob es heute noch gibt, keine Ahnung. Ich glaube mittlerweile ist das Content dieses Thema so gut. Ihr kennt das, glaube ich. Da musste man teilweise schon das Bild richtig hart verzehren und umwandeln, damit das nicht erkannt hat. Das guckt ja auch sich keiner mehr an. Und meine Stimme wird langsam wieder trocken. Yay! Wo haben wir auch erstmal gerade 10:30? Hey, wie lange hast du denn gebraucht, bis du mein Geld ausgegeben hast? Wolf mit seinem Exoten-Auto. Haben wir denn hier noch Rundkurs und Sprint? Okay. Ah, ich glaube, nach den Rennen würde ich auch aufhören, weil, wie gesagt, meine Stimme langsam ziemlich trocken wird. Und außerdem ist auch schon ziemlich spät. Und ich muss leider mich noch um meine Hygiene kümmern. Leider. Zeitlang, auch komisch. Zeitlang habe ich immer früh morgens geduscht, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Aber dann auch eben schnell, weil ich immer so einer bin, der auf der letzten Minute erst aussteht. Und aktuell bin ich eher drauf, dass ich immer abends dusche. Und trotzdem auf der letzten Minute aufstehe morgens. Keine Ahnung. Zeitlang brauchte ich es eben gerne morgens zu duschen. Und eben aktuell oder eine Zeit lang eben abends zu duschen. Das Tolle ist, ich kann ja auch duschen, wann ich will. Juckt hier keine Socke, weil ich ja eben eine ganze Bude für mich alleine habe. Es war auch damals richtig schwer gewesen, Let's Plays zu machen. Als ich noch Mitbewohner hatte, so ungefähr. Oder weil meine Eltern sogar noch wohnte. Da habe ich dann immer nur erst abends aufgenommen, weil am Tag war das immer dann komisch gewesen. Ich habe mich komisch gefühlt von wegen, wenn die mich die ganze Zeit gehört haben, wie ich selbst Gespräche führe. Und deswegen habe ich am Anfang erst um 12 Uhr oder 0 Uhr abends immer erst angefangen, Let's Plays zu machen bis 3 Uhr morgens. Ja, das hat man gemerkt, ne? Wenn du so spät Let's Plays aufnimmst, dann bist du eben ziemlich sehr, 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 sehr müde. Aber so ändert sich das alles mit der Zeit, ne? Ich bin ja jetzt mittlerweile 3 Jahre mehr oder weniger alleine im Haus, ne? Deswegen kann ich so laut sein, wie ich will. Ich könnte die Boxen hier maximal aufdrehen. Das wird keine Socke interessieren. Weil, ja, weil eben wieder, ne? Haus und auf dem Dorf. Aber jetzt denkt natürlich auch wieder, ja, der hat ein Haus, der muss ja nicht Geld haben. Das ist ein ganz, ganz kleines Häuschen, ist das. Es steht zwar alleine, aber es ist trotzdem ein ganz kleines Häuschen. Und es ist auch schon ziemlich alt. Und alleine die Renovierung, die hat auch schon richtig Geld gekostet, dafür so ein kleines Pisshaus ist. Aber naja, zum alleine leben geht das. Ah, jetzt liegt die Antonie.
Aber naja, ich bin ja sowieso ein Dorfkind, ne? Ich kann nicht in der Stadt wohnen, also könnte ich nicht. Ja, das wäre schon gereicht, als ich mal bei Bekannten für eine Woche in Berlin war. Da bin ich wahnsinnig geworden, ey. Wahnsinnig. War froh, als ich wieder zu Hause war. Aber man kann sich auch an alles gewöhnen, ne? Wie gesagt, dass alle 10 Minuten die Straßenbahn da längs fährt, daran kannst du dich gewöhnen. Frage ist, ne? Viele sagen, dann hast du dich zwar daran gewöhnt und merkst das nicht mehr, aber es ist trotzdem mehr oder weniger immer noch unterbewusster Druck. Beziehungsweise Stress. Ob das so ist, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich wohne hier um den Kaktor. Dafür bist du hier auf dem Auto angewiesen. Wie gesagt, das brauchst du in Berlin nicht. Kannst du theoretisch mit Bus und Straßenbahn kannst du da theoretisch überleben. Oder eben mit den Rollern, die da jetzt überall rumstehen. Oder eben ja, Taxi, im schlimmsten Fall, wenn es teuer werden soll. Oder eben ne, per Uber. Haben wir sowas hier in Deutschland? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das wollten die mal machen, aber die haben irgendwelche Probleme, glaube ich, mit diesen Taxi-Gesellschaften, Vorschriften, wie auch immer, weil in Deutschland ist ja alles anders. Deswegen, wenn du so willst, also wenn du in Berlin bist oder Hamburg oder Lübeck wird da auch schon reichen, dann brauchst du auf jeden Fall kein Auto. Man weiß, dass ja die nächsten Einkaufsladen auch gleich um die Ecke, wo du dann zu Fuß hinlaufen kannst. Das geht hier auf dem Dorf ein bisschen schlecht. Also ich muss ja schon, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, 8 Kilometer mindestens, nee. Ja doch, ungefähr 8, 9 Kilometer muss ich mindestens fahren, um zum nächsten Geschäft zu kommen. Oder mit dem Fahrrad, einen großen Transport oder großen Einkauf zu transportieren, ist ziemlich scheiße. Boah, mach ich noch weg hier. Sehr gut. Deswegen braucht man ja mehr oder weniger im Auto, ne? Gerade weil du ja meistens nicht wirklich in der Nähe arbeitest. Ich habe auch wieder das Glück, dass ich in der Nähe arbeite. Ich könnte theoretisch sogar mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Aber, ja. Keine Lust, ne? Keine Lust. Man wird irgendwann, haut und verwöhnt so ungefähr. Hast du? Nee, hast du nicht. Du bist weg. Ja, musst du. Du bist weit weg. Aber ich sag mal so, also für mich sind die Vorzüge höher als die Nachteile. Weil es ist auch das Einzige, du brauchst immer ein scheiß Auto. Ja, toll. Kostet sich wieder ein bisschen mehr, aber dafür sind die Grundstücke wieder günstiger. Und eben, du hast deine Ruhe. Deine fucking Ruhe. Ich habe mit einem Kollegen hier schon mehr oder weniger Party gemacht. Also das so laut aufgedreht wie in der Diskothek, dass man sich kaum verstehen konnte. Das hat eben auch keinen gejuckt, ja. Sag, das geht auch noch im Dorf, ne? Mach das mal irgendwo in der Innenstadt. Die drehen alle durch. Die drehen alle den Hals um. Warum wohl, ne? Die Leute um dich herum weiß ja nicht, wie die arbeiten müssen. Kannst du denn haben, dass einer da eine Frühschicht hat oder so? Der dreht da durch, wenn die den ganzen Tag Musik hören. Ja, ich pass auf. Mann, los, hol ihn dir. Nein, überholt mich. Wow, das ist sogar einer von den Typen hier. Naja, ich konzentriere mich. Los, hol ihn dir. Ja, ist sogar noch hingekriegt. Wow, unglaublich. Ich wollte gerade sagen, Timo bei Sidekick. Glams, umgefahren. Oh, so stumpf, ey. Oh nein, halt doch die Fresse, ich wollte aufhören. Ja, natürlich greifen sie jetzt das Territorium wieder an. Dragon Cafe. Aber ich weiß gar nicht, sind die so hoch detailliert, die ganzen Werbungssachen hier? Oder kommt das auch durch den Texture Pack? Wahrscheinlich kommt das mit zum Texture Pack. Da ist ja auch zwei Packs drin, 1 und 2. Ich vermute mal, 2 ist wahrscheinlich die Leute hier drin und so weiter. Aber das Problem ist, wenn ich versuche, beide zu laden, dann stürzt das Spiel ab, beziehungsweise startet es gar nicht. Vielleicht gibt es auch einen Workaround dafür, dass man irgendwie was austauschen muss oder eine DDR-Datei noch reinschieben muss. Damit das funktioniert, keine Ahnung. Mir reicht es immer so. Wie gesagt, hier waren wir doch HD-Werbung. Das Einzige, was nicht HD ist, sind die, die Leute, ne? Aber die sehen wir sowieso ultra selten. Neville, wo bist du denn? Hallo. Hier arbeite ich mal voran hier. Ah, hallo? Dreh mal durch hier. So geil, ne? Hier. Ich bin reingefahren und hab mehr oder weniger 0 km erreicht. Jetzt kommt das so ein bisschen die Idee. Und schon bremsen alle. Warum kommt jetzt diese Wupp-Wupp-Musik? Weil ich ja letzter bin?
Wenn ja, dann kommt eigentlich immer nur die gleiche Musik, weil ich Erster bin. Das ist richtig stumpf, ey. Ja, die Musik wird wieder anders. Stumm! Die Musik ändert sich echt komplett nach, wie du hier im Rennen fährst. Eben war das wieder diese komische Wow-Wow-Wow-Musik. Und warum habe ich bei den einen Rennen auf einmal wieder Riding on the White Horse gehabt? Also ein normales Lied? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie du die Musik hier reinpackt, ey. Mal so, mal so. Aber es geht ja wieder Wow-Wow-Wow-Musik. Ja, weil du hinten bist, Neville. Hallo, bist du hier der Musikausgeber? Entscheidest du, was im Radio läuft? Wahnsinnslenkung, ey. Wie gesagt, ich muss nicht bremsen bei diesen scharfen Kurven. Die kommen da trotzdem einfach rum. Hä, guck mal, ich springe da wieder um auf die andere Musik. Hä, was machst du denn im Spiel? Wahrscheinlich ist der Soundmixer selbst verwirrt. Oh, ich sehe die Abkürzung sogar und ich fahre da trotzdem nicht rein. Jetzt gibt meine Stimme wirklich den Geist auf. Ich wollte eigentlich auch schon aufgehört haben, ne? Das ist ja nur diese blöde scheiß Revanche-Rennen, das ich hier machen muss. Gewonnen! Ich glaube, die Typen haben ihre Rente geschickt. So, dann gucken wir mal, ob AMD aufgenommen hat, weil wenn es nicht aufgenommen hat, bringe ich dieses scheiß Programm um. Hat er eigentlich abgespeichert? Ich gehe mal von außen so abgespeichert. Ja, der bestimmt, der muss ja am Anfang des Spiels immer sagen, von wegen, das Spiel speichert an einigen Stellen automatisch, wenn dieses Symbol angezeigt wird, bla bla bla. So wie man das kennt, ne? Weil, wie gesagt, ich gehe immer von aus, der hat gespeichert. Tram trotzdem mal drauf gedrückt. Das finde ich auch so nervig bei jedem Spiel aktuell. Das Symbol wird angezeigt, wenn das Spiel speichert. Schalte den Computer. Halt die Fresse, Mann, das weiß ich schon, weiß ich immer, das weiß jeder. Das wussten die Leute auch schon damals, ohne dass sie es angezeigt haben. Dass der irgendwie zwischendurch mal speichert, Autospeichersachen oder so weiter. Ihr könnt das Symbol anzeigen, aber ihr könnt auch diese Scheißmeldung weglassen. Ach, genau wie irgendwie jedes Spiel heute aktuell. Wenn du dann irgendwas greifen willst, nehmen willst oder so weiter oder benutzen willst, Aktionstaste drücken, dann drückst du die nicht einmal kurz, sondern du musst die immer so kurz gedrückt halten. Das ist auch aktuell in jedem Spiel. Denk mir auch so, warum? Warum muss das sein? Gerade bei irgendwie Sachen wie wenn du eine Sache aufheben willst und dann liegen 100.000 Sachen da, musst du bei jeder Sache immer kurz gedrückt halten. Nervig. Warum? Warum macht man sowas? Weil einer es gemacht hat, alles nachmachen. Ist ja immer so, ne? Gut. Ja, würde sagen, bei Lüttingen war ja Let's Plays, ne? Einer hat es gemacht und ich hab's nachgemacht. Oder viele Leute haben es nachgemacht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass ich wieder zu viel rede am Ende der Folge. Und ich hoffe, AMD hat aufgenommen, sonst bist du tot. Aber ihr nicht. Lebt wohl.